Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Wirkung der ständigen Hetze in den Mainstream-Medien auf die Psyche. Ich habe mir jetzt diese Woche alle Talksendungen reingezogen, alle Haupt-Talksendungen. Hart aber fair, Maischberger, Illner und jetzt noch Lanz. In allen Sendungen wird permanent wiederholt, die AfDler sind Nazis. Immer wieder und immer wieder. Und es ist so. Am Anfang regt man sich besonders auf. Aber man merkt dann, wie diese Propaganda wirkt bei einem selbst. Es kommt immer und wieder und plötzlich kommen Zweifel auf. Ist es vielleicht nicht doch wahr? Haben sie vielleicht nicht doch recht? Sie alle sagen das. Ist es nicht so? Ist nicht doch was dran? Haben sie vielleicht nicht doch recht? Und dann muss man sich immer erst wieder zurückbesinnen an die Fakten und denken, das ist so und so, das ist so und so. Sie lügen, sie sind Hetzer, sie sind Täuscher. Und ich muss jetzt sagen, es ist geradezu teuflisch. Und es wundert mich jetzt nicht mehr, dass die AfD bei 15% stagniert. Wirklich nur die Leute mit Zivilcourage, die sich selbstständig YouTube angucken, die sich selbstständig für Politik interessieren, die werden AfD wählen. Die passiven Leute, denen es auch, die sich treiben lassen auch, denen es nicht wichtig ist, die werden von den Mainstream-Medien, dazu gebracht, die anderen zu wählen. Das muss man ganz klar zu sagen. Weil diese permanente Wiederholung, das wirkt. Also man kann sich das nicht vorstellen, man denkt sich jetzt logisch, man weiß es doch, wie es ist. Aber dadurch, dass es immer wiederholt wird, das sind einfach Mechanismen, man merkt einfach, wie der Zweifel gesät wird. Und man muss dann wirklich sich immer die Sachen in Erinnerung rufen, um zu merken, wie perfide die Täuschung ist. Zwischen den Talksendungen habe ich Unterschiede festgestellt. Besonders negativ sind mir Plassberg von Unfair aber blöd und Anne Will aufgefallen. Ihre Sendungen sind wirklich der reinste Witz. Bei den anderen habe ich das Gefühl, ihnen ist es auch ein bisschen peinlich. Ihnen geht das eigentlich ein bisschen zu weit. Sie machen es halt mit, sie wollen ihren Job nicht verlieren. Und es ist schlimm genug, dass sie es mitmachen. Aber vom Stil her und von der Umgangsform und auch an den Fragen natürlich. Die Themendeckung ist ja ganz entscheidend. Ihre Fragen sind noch im Ansatz kritisch. Also im Ansatz. Die wirklich kritischen Fragen stellen auch sie nicht. Und da die wichtigen Themen darauf lecken sie die Aufmerksamkeit nicht auf die wirklich kritischen Themen. Aber es sind Unterschiede da. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die Linie vollkommen klar gezogen wird. Diese Leute wissen natürlich, wenn sie irgendwelche Linien überschreiten, also wirklich Fragen stellen, die die Mainstream-Medien, AGA, alle gegen AfD-Partei, die wirklich bloßstellen, die sie in Nöte bringt, wenn sie solche Fragen stellen, dann wissen sie, das geht nicht. Aber sie haben einen gewissen Spielraum in der Hetze. Ganz schlimm ist mir eben bei Markus Lanz Gerhard Baum aufgefallen. Er ist wirklich ein Hetzer, ein Täuscher der schlimmsten Sorte. Es ist wirklich, wirklich das Allerschlimmste. In welchem netten Tonfall. Er ist so der nette Typ, der sich so ja, für die Demokratie interessiert gibt, wo man wirklich auf Anhieb nicht denken würde, wenn man nicht die Fakten kennt, was für ein abgrundtief bösartiger Mensch das ist, weil er so nett daherkommt, so der, ich weiß es gar nicht, wie ich das beschreiben soll, irgendwie weltmännisch, alt, zerfurcht. Also er ist so dieses, erfüllt so dieses Klischeebild von dem fürsorglichen Opa, gutmütigen, fürsorglichen Opa und er ist in Wahrheit eiskalt. Marina Weißband ist es mir auch ganz übel aufgestoßen. Also gerade diese Leute, die so nett tun, bei denen ist es besonders schlimm. Aber bei ihnen ist wahrscheinlich auch die propagandistische Wirkung groß, weil ihr Frame ist besonders stark dadurch, dass sie sich so als gut hinstellen.
was kann die AfD jetzt machen oder was muss sie ändern? Die ganzen Sanktionierungsmaßnahmen gegen die AfD, die ganze Benachteiligung, die Drangsalierung stützen die Medien und die AGA-Partei, alle gegen AfD-Partei, auf den Nazi-Vorwurf. Das heißt, in Zukunft Alice Weidel und Gauland, natürlich ist es gut zu sagen, den Frame nicht zu akzeptieren, zu sagen, Höcke ist kein Nazi, wir sind keine Nazis. Uns Faschisten zu nennen, das ist eine Unverschämtheit. Das ist wichtig und gut. Aber das reicht nicht. Sie müssen auf der einen Seite, aber das ist nur eine Seite, müssen Sie argumentieren mit der 180-Grad-Wende, wie Höcke das gemeint hat. Das muss konkret werden. Das muss faktisch konkret werden. Und erst wenn Sie konkret werden, dann wird auch dem Zuschauer deutlich, wie die Altparteien und die Medien die Sachen verdrehen, wie sie Interpretationsspielräume falsch nutzen. Ganz wichtig ist, es darf nicht sein Aussage gegen Aussage. Dann gewinnen die Mainstream-Medien. Sondern es muss konkret werden. Es muss vor allen Dingen auch, die AfD kann ja deutlich machen, es sind immer wieder die gleichen Zitate. Sie haben andauernd wieder drauf geantwortet. Und Weidel oder Gauland hätten konkret klar machen müssen, wie der Interpretationsspielraum falsch genutzt wird. Weil dadurch wird dann dem Zuschauer deutlich, dass es Hetze ist. Nur wenn man das weiß, dann kann man das beurteilen. Wenn der eine sagt, Höcke ist kein Nazi und tausend andere sagen, Höcke ist ein Nazi, dann denkt man sich, naja, na gut, die sind ja auch irgendwie, das wird dann schon stimmen. Die sagen es alle und da ist dann halt irgendwie komisch und das sind halt irgendwie Nazis und das perfide ist, man hat ja jetzt keine genaue Übersicht. Die AfD ist groß, das sind ganz viele Leute, man hat jetzt nicht die Übersicht und auch nicht die Zeit, sich jetzt genau damit zu beschäftigen, was Höcke alles gesagt hat. Das ist mir persönlich auch zu blöd, mir jetzt alles genau anzugucken, was Höcke, da habe ich auch nicht die Zeit. Und so ist es bei allen Leuten. Das heißt, die AfD muss das konkret machen, sie kann nicht erwarten, dass die Leute jetzt von sich aus denen einfach glauben, wenn sie sagen, Höcke ist kein Nazi. Ist natürlich wichtig, das zu sagen, aber sie müssen dann konkret werden und die anderen dadurch auch in Bedrängnis bringen. Gerade mit der 180 Grad, wenn er mit dem Vogelschiss, da dürfen sie sich auch nicht abhalten lassen. Da müssen sie, auch wenn sie es tausendmal machen müssen, müssen sie konkret nicht nur sagen, wie Gauland es gemeint hat, sondern wie die anderen es systematisch verdrehen. Wie sie die AfD rechtsradikal haben möchten, weil es für sie nützlich ist. Und es ist ja auch ein bisschen so bei der Linkspartei. Denen ist es ja ein bisschen in der Hinsicht auch ergangen, dass die ständig die DDR erwähnt wird, um die Linke klein zu machen, weil es der SPD nicht passt. Und ich finde das auch nicht angemessen, immer wieder die DDR zu bemühen. Es geht darum, was sie jetzt wollen, wie sie sich jetzt verhalten, das ist entscheidend. Und immer wieder das zu bemühen, was sie in der DDR gemacht haben, ist natürlich in Malus. Aber das ist natürlich auch der Grund von der SPD, um es loszuwerden. Und so probieren sie jetzt ja mit der AfD. Höcke hat vor ein paar Jahren, vor was weiß ich, 2010 war irgend auf einer Demo, Und oder was weiß ich, irgendwelche ungünstigen Formulierungen, das probieren sie jetzt ja immer ranzuziehen, um sagen zu können, die AfDler sind Nazis und sie wollen sich damit natürlich loswerden. Und Höcke hat wahrscheinlich schon klar gemacht, aber er muss es dann halt nochmal machen. Auch vielleicht auch sich nochmal entschuldigen, aufräumen und sagen, es ist konkret so und so, ich habe das und das alles gesagt, ich habe es so und so gemeint. Auch den Parteifreunden helfen, dass sie Höcke verteidigen können, weil das gerade jetzt, wo Thüringen, das wird auch noch so weitergehen, Thüringen wird noch lange ein Thema sein, die AfD muss in der Lage sein, Höcke zu verteidigen. Das ist die eine Seite der Verteidigung, wie die AfD in Zukunft vorgehen muss. Auf der anderen Seite müssen sie konkret werden in dem, was die anderen machen. Hetzjagdlüge von Chemnitz. Dann, wie sie heimlich diesen Migrationspakt da verabschieden wollen, was da drin steht. Wie sie das gemacht haben, heimlich, am Bürger vorbei. Und es gibt tausend Sachen, wo die Mainstream-Medien, die Öffentlich-Rechtlichen und die AGA-Partei, die alle gegen AfD-Partei, auch konkrete Beispiele aus dem Bundestag, wie sie mit runtergelassenen Unterhosen dastehen. Das muss die AfD auf den Tisch bringen, wann immer es geht. In Talksendungen sowieso, das muss
Weidel muss viel konkreter werden und Gauland mit Argumenten, mit konkreten, nicht nur sagen, wir sind keine Faschisten, sondern sagen, die anderen sind so und so, die anderen haben das und das gemacht. Am besten auch gar nicht mit Werturteilen kommen, sondern die Fakten auf den Tisch bringen. Die Themenlenkung betreiben, was den Leuten wieder bewusst wird, man vergisst das auch. Die Hetzlerjagdlüge von Chemnitz oder die Entlassung von Maaßen, auch ganz wichtig. Das muss auf den Tisch, das muss immer wieder kommen. Natürlich kann man sagen, die Leute wissen es, aber das muss man immer wieder einhemmen, weil es wird verdrängt. Auch das probieren ja auch die Medien. Mit ihrer Themenlenkung probieren sie, die Themen in die Köpfe zu bringen. Die probieren als Hauptthema zu machen, Nationalsozialismus in der AfD, obwohl es in Wahrheit unrelevant ist, machen sie es ganz groß, weil es ihnen nutzt. Das heißt, es wird eine fiktive Realität durch Themenlenkung geschaffen. Das ist nicht zu unterschätzen. Das wirkt sich ganz stark aus. Die AfD muss sich all dieser Tricks bewusst sein, muss eine eigenständige Themenlenkung betreiben und muss konkret die anderen belasten und sich entlasten. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.